Ja, hallo. Hallo. Wir wollten mal wieder ein Video machen, weil ich schaue so rot aus dem Kopf. Ich bin schon ein wenig fett, ne? Okay, was ich sagen wollte ist, wir haben den Chefmoderator da von Deutschlandradio. Und wir haben hier auch noch einen Weihnachtsbaum. Was? Ein Weihnachtsbaum in der Türkei? Da, wo sie Christen hassen und Christen umbringen. Wie geht denn das? Und wir haben sogar Käsekuchen. Und Schwarzwälder Kirschtorte fast. Und wir haben Tom hier. Ja, natürlich, ich bin auch hier. Ach, Weihnachtsbäume in der Türkei. Natürlich gibt es hier Weihnachtsbäume. Hier gibt es schöne Geschäfte, hier sind Weihnachtsbäume. Man sieht Weihnachtsmänner. Es ist, wenn ich das immer schon sehe, denn Türkei ist gegen Christen, ist absolut Blödsinn. Im Gegenteil. In Deutschland ist es ja sehr schlimm. Da ist ja alles, was christlich ist, das ist ja schon ein Tor, sagt Weihnachtsmänner. Boah, das hat er jetzt gut gesagt. Das hast du jetzt gut gesagt. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ja. Hast du gehört, was er gesagt hat? Yes. Das war gut gesagt, ne? Absolut. Weil das sind ja gar nicht die, das sind ja die Christen selber oder die in Europa. Die nehmen schon die Weihnachtsbäume aus Regale. Die heißen jetzt Zipfelmänner in Deutschland. Weihnachtsmann ist ja schon verboten. Ja, und dann wirft man die Türkei immer vor, antichristlich. Hier gibt es keine Menschenverfolgungen. Ja, du kannst überhaupt keine Leute verfolgen. Und Weihnachten wird hier auch gefeiert. Die Türken haben auch Weihnachten. Nicht in dem Sinne wie wir, aber trotzdem. Mhm. Stimmt. Die respektieren uns komplett und voll und es gibt keine Probleme. Das läuft alles. Und von mir aus können die Kreuze hängen bleiben. Ja. Und von mir aus kann auch Weihnachtsmarkt heißen. Oder wie heißt es? Christkindlesmarkt. Kann Christkindlesmarkt heißen. Ihr Idioten, mir ist es scheißegal, wie ihr es nennt. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, das ist eure Sache. Ja? Ja. Okay. Das heißt, ich habe beides nie bemängelt. Nein, und das heißt jetzt Wintermarkt. Wintermarkt, ne? Schwachsinn. Wintermarkt, jedenfalls Weihnachtsmarkt ist schon mal abgeschafft. Das wäre ja Nazi, wenn man den Weihnachtsmarkt nehmen würde. Also Deutsche, warum lasst ihr euch das gefallen? Geht mal vor, geht mal zu eurer Abgeordneten. Aber nicht auf die, auf die Ausländer einhauen, ja. Sondern haut auf die Politiker ein, die haben das entschieden. Von mir aus kann es heißen, wie es will. Genau, ich sag noch was dazu. Ausländer. Ihr müsst nicht den Ausländern die Schuld geben. Ihr müsst eure Politik die Schuld geben. Ihr müsst den Leuten im Bundestag die Schuld geben. Die haben natürlich nicht die Hosen an, das wisst ihr. Die Hosen haben ganz andere Leute an, die dahinter stecken. Aber das sind ja nur Verwalter. Genau. Verwalter in der BRD-Agentur. Und bitte beschwert euch bei den Leuten, nicht bei den Ausländern. Es gibt natürlich kriminelle Ausländer, es ist aber nicht der große Teil. Und die meisten sind sehr freundlich, müssen drunter leiden und den ganzen Scheiß. Die Schuldigen sitzen in Berlin im Reichstag. Bitte macht da die Luft, da ist es notwendig. Genau. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Oder haben Sie noch etwas hinzuzufügen? In dem Sinne schon. Es ist alles korrekt gesagt, dass das alles so recht stimmt. Wenn die Menschen ein bisschen mehr hingucken würden, würden viele Dinge in Deutschland nicht passieren. Stimmt. Ja. Und warum werden die Menschen vergiftet in Deutschland? Ganz einfach, damit sie verblöden. Und, das genau, die werden vergiftet. Mit was werden sie vergiftet? Mit Chemtrails. Und was noch? Aluminium, Phosphor. Aber viele Leute sagen doch, es gibt keine Chemtrails. Also, wer das nicht sieht, der sollte mal seine Augen untersuchen und seine Gehirnwellen untersuchen lassen. So ist es. Anders kann ich auch nur dazu sagen, natürlich gibt es Chemtrails und das ist ja wirklich giftig. Das ist ja für. Das sind ja. Aber was sagst du zu den Leuten, die in Deutschland sagen, es gibt keine Chemtrails? Die Leute, die sind nicht realistisch, die schlafen immer noch, die Leute. Natürlich gibt es Chemtrails, seit Jahren läuft das. Also Leute, das ist, also wirklich, ich muss wirklich, deswegen werde ich auch immer wütend und manchmal laut. Es gibt Chemtrails, ihr seid blind und dumm. Das ist, ich muss es sagen, tut mir leid. Die Leute sind blind, die nicht an Chemtrails, man muss nicht dran glauben, man sieht sie doch da oben. Ja? Man vergiftet die Leute doch in Deutschland. Der Verstand soll doch mürbe gemacht werden, der soll doch runtergeschraubt werden, die Intelligenz soll doch. Die sagen doch, das sind Kondensstreifen, aber warum gibt es dann so kreisförmige? Ich sage zu Kondensstreifen. Ich bin in den 80er Jahren, ich bin in meiner Jugendzeit in Saudi-Arabien groß geworden. In Riyadh, 79 bis 83 habe ich in Saudi-Arabien gelebt. Wir sind jedes halbe Jahr geflogen und öfters. So, schon damals, die Flugzeuge hatten keine Kondensstreifen, so in dem Sinne. Nee, denn wenn so ein Flugzeug so umweltschädlich wäre, dann würde das gar nicht da oben fliegen. Nämlich die Chemtrails, die bleiben immer, Kondensstreifen lösen sich nach einer Minute bis zwei Minuten komplett auf, die bleiben nicht mehr. Und das ist ganz klar, jeder, der ein bisschen Ahnung hat oder ein bisschen Intelligenz, der weiß ganz genau, dass das keine Kondensstreifen sind,
Also bitte Leute, werdet wach und stellt euch nicht so dumm an, wenn ihr so weitermacht. Das ist eine Schande für Deutschland. Schaltet euer Verstand bitte mal ein. Und lasst bitte geht so ist es. Vor hat er recht, diese Leute. Hat er recht oder nicht? Ja. Der hat vollkommen recht. Und es ist ja auch nicht nur die Chemtrails, die in Deutschland ausgesprüht werden, sondern auch in den anderen europäischen Ländern, teilweise über die europäischen Länder hinaus. Und Italien alleine bezahlt, das war 2017, glaube ich, im Parlament gewesen, dass einer im Parlament gesprochen hatte, wofür bezahlen wir für das, was sie oben aussprühen, jeden Tag 2 Millionen Euro. Das heißt 365 Tage lang. Ja, und das ist nur ad Italien allein und das zahlt jedes andere Land auch noch und vielleicht sogar noch mehr und mit Sicherheit Deutschland noch eine wesentlich höhere Summe. Ihr bezahlt eure eigene von euren Steuergeldern, jedes Land von den Steuergeldern, eure eigene Gefährdung, Gesundheitsschädigung bis hin zum Mord, muss man das sagen. Das ist ja Mord, was man an den Menschen macht, indem man sie versucht zu vergiften, zu reduzieren. Ich habe noch eine Frage an euch beiden. Oder wollt ihr was dazu sagen? Ja, und was geht's denn? Ich wollte euch fragen, wenn man noch Dieselfahrverbote in Deutschland macht, ja? Ja. Ist es dann so, dass Deutschland eine Kuchenglocke, oder wie nennt man so eine Glocke, über Deutschland ist? Weil ja in anderen EU-Ländern, in Nachbarländern dürfen sie fahren, was sie wollen, ja? Und ist es dann so, dass die Schadstoffe nicht nach Deutschland rüberkommen? Wie nennt man so eine Glocke? Ich muss halt Käseglocke. Wer ein bisschen sich damit auskennt, weiß, dass CO2 ein Sporengas ist. Das ist eine Atmosphäre und der Spurengas CO2 enthält 0,003% oder sowas in der Art. Und das ist wichtig für Pflanzen, damit Pflanzen wachsen können. So ist es. Das führt man in die Gewächshäuser ein. Richtig. Und das soll schädlich sein. Und Kinders, lasst euch bitte nicht verarschen. Steht auf, macht Demonstrationen, geht auf die Straße, lasst euch das nicht länger bieten. So ist es. Diese Fahrverbot, absolut lächerlich. Hier in der Türkei, wenn sowas wäre, da würde man die Regierungsangestellten halt aufhängen, wenn die das veranlassen würden. Sofort. Und ich sage dir ganz ehrlich, warum lasst ihr euch das bieten? Geht vor, geht auf die Straße, demonstriert von Reichstag. Denen sind wirklich alle krank. Ja. Du hast es ja auch gesagt, und das ist nämlich so, dass die meisten, die hierher kommen, die ich empfange, haben irgendwelche Schäden. Ob's Darm, die meisten haben Darmprobleme. Die meisten haben Darmprobleme, dann das ist wirklich nicht gut. Die Leute kommen alle krank hierher. Ne? Aber zum Glück sind wir hier wieder gesund. Du bist ja auch gesund hier, ne? Oder wie fühlst du dich? Ja. Du ja auch, ne? Ich du bist auch gesund. Alle meine deutschen und türkischen Freunde in Deutschland, bitte geht auf die Straße, macht es wie die Franzosen. Und wenn ihr da meint, das ist inszeniert oder nicht inszeniert, spielt doch keine Rolle, aber die machen was. Und die Polizei und die französische Regierung hat tatsächlich Angst vor denen. Warum seid ihr Deutschen nicht in der Lage, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und nicht so soft ein bisschen härter vorzugehen, um den Laden in Berlin mal zu zeigen, wer die Hosen überhaupt anhat. Ihr müsst euch das nicht hinbieten lassen. Und wenn ihr vor die Hunde geht, sage ich mal, seid ihr selber schuld. Seid männlich, steht auf, sagt denen, wo die Grenze ist. Die Grenze ist schon lange. Ich kriege 100 Euro mehr im Monat. Über 100 Euro mehr im Monat. Ist doch lächerlich, 100 Euro mehr im Monat. Aber trotzdem, die ganze Steuersache muss alles mal neu überlegt werden. Es muss überall runtergehen mit den Steuern. Stimmt. Mindestens um 50%, damit das Leben lebenswert ist. Und so das ist Gehalt es. Muss um 30-40% steigen. Und dann kann man davon ein vernünftiges Leben sprechen. Und so sonst ist es. Das Sklaverei und sonst nichts anderes. So mehr kann ist ich dazu nicht sagen. Ja, da brauche ich auch nichts mehr drauf zu sagen. Vollkommen recht. Tom hat da vollkommen recht. Und das Problem ist noch, dass wenn jemand jetzt gut verdienen würde, würde er wieder gesund werden auch. Ja. Weil wenn man gut verdient, hat man keinen Stress. Man hat kein Stromzahl, Mietzahl, Problem und so weiter. Und dadurch werden ja die Leute auch wieder gesünder. Ne? Man hätte Zeit, um spazieren zu gehen, um wandern zu gehen. Genau. Und das darf ja nicht sein. Die Leute sollen pünktlich zur Rente verrecken. Okay? Ja, natürlich. Ciao, wartet schön bis zur Rente und verreckt einen Tag später. Tschüss.